Ich weiß, aber hab nun nicht die Zeit, gerade das komplett vollends einzurichten. Vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Okay. Lager und Lieferung. Zeit für deinen ersten Einkauf, Neffe. Das letzte Mal habe ich Produkte für dich liefern lassen. Jetzt musst du es selbst machen. Achte darauf, den Preis zu überprüfen. In deinem eigenen Interesse möchtest du zu einem stabilen Preis verkaufen. Kaufe, wenn der Preis definitiv am niedrigsten ist. Bevor du ein Produkt bestellen kannst, musst du sicherstellen, dass du Platz auf der Tankstelle hast. Dieses Produkt kann auch, dieses Produkt auch anbieten zu können. Du weißt schon, die richtige Anzahl und Art von Regalen kaufen und so. Um die Produkte zu bestellen, klicke einfach auf die entsprechende Karte auf der Registerkarte Lieferung. Wähle dann die gewünschte Menge aus und klicke auf das Warenkorb-Symbol in der oberen rechten Ecke. Dann die Bestellung bestätigen und auf die Lieferung warten. Die Lieferung erfolgt natürlich nicht sofort. Der Lieferwagen braucht etwas Zeit. Und dann musst du die Kartons selbst auspacken. Dazu bringe die Kartons vom neu eingetroffenen Lieferwagen zu den Schränken in deinem Lager. Wenn du mit dem Auspacken fertig bist, fährt der Lieferwagen wieder ab und du kannst die Produkte in die entsprechenden Regale stellen. Dazu musst du dich nur einem Regal deiner Wahl nähern und mit ihm interagieren. Die verfügbaren Produkte stehen dir dann alle zur Verfügung, gefiltert nach dem entsprechenden Regaltyp. Und noch etwas sehr Wichtiges. Denke daran, die Tore des Lagers immer zu schließen, wenn du fertig bist. Ein Dieb wittert jede Gelegenheit schon von Weitem, also sei hier nicht leichtsinnig. Und achte auf den Rücken, wenn du schweres Zeug trägst. Arztrechnungen sind heutzutage so teuer. Vor allem im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Moment, das machen wir gleich. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat man sogar die Möglichkeit, durch eine Arztrechnung wegen eines fremdverschuldeten Unfalls bankrott zu gehen, wenn man Pech hat, oder? Oder wie war das? Naja, gut. Okay, dann müssen wir mal einen Kram bestellen. Denn, ja, es ist leer. Das Regal ist leer. Dann... Achso, wir müssen es wieder herstellen für 50 Dollar. Gut. Stehen ja die Regale hinter dem Schlagzeug-Teddy. So, du scheinst gefühlt für die komplette Hintergrundarbeit bei Malte Mords zuständig zu sein. Achso, Tobi, ne? Ja. Das Gefühl habe ich auch. Er macht wirklich sehr viel, das stimmt. Also vielen Dank auf jeden Fall. Das stimmt. So. Produktlieferung. Je mehr verschiedene Produktmarken in den Regalen, desto mehr werden die Kunden kaufen. Die Preise ändern sich jeden Tag um Mitternacht. Ah, gut zu wissen. Dann habe ich die Bestätigung für mein Gefühl. Ich habe mir das noch nie durchgelesen. Grüne Pfeile zeigen einen günstigen Preis an. Rot bedeutet, dass der Preis ungünstiger ist. Du machst trotzdem einen Gewinn, aber bei günstigen Preisen ist der Gewinn einfach größer. Du kannst die Preiskurve verfolgen, indem du dir den Preisverlauf für jedes... Den Preisverlauf für jedes... für jedes Ersatzteil ansiehst. Ersatzteil. Alles klar. Du kannst bei jedem Unternehmen nur einen Lieferwagen zur gleichen Zeit. Nur einen und Lieferwagen zur gleichen Zeit. Da wird nichts Interessantes mehr stehen. Außer deinen Kunden konnte ich nicht scrollen. Ich werde jetzt einfach mal von allem was bestellen, egal ob der Preis gut oder schlecht ist. Also rot heißt der Preis ist schlecht, grün heißt der Preis ist gut. Ich bestelle jetzt alles. Weil, man macht nie Verlust und bevor ich es gar nicht da habe, kaufe ich es lieber zu einem schlechten Preis. Okay, ich kann nur einmal bestellen. Danach ist das Lager voll. Oh, Achievement unlocked. Products, please. Genau, die ersten Achievements habe ich schon alle eingelöst. Die wurden interessanterweise durch das Update, was noch irgendwie kam, gab's, großartig. Durch das Update, das kam, wurden irgendwie die Achievements so ein bisschen zurückgesetzt und man schaltet die im Spiel nochmal neu frei. Die ersten habe ich schon, weil ich nochmal neu angefangen hatte, testweise, habe ich die ersten schon erfüllt. Das war mein Testspielstand, wo ich einfach mal das Salin zurückbezahlt habe. Am Anfang. Was halt stundenlang gedauert hat und langweilig war. Aber danach habe ich noch nicht weitergespielt. Seit dem Update. Das eigentlich hauptsächlich Bugfixes waren.
Ich muss mal hier wieder sauber machen. Also die Steuer mache ich nicht. Ach ja, genau, stimmt. Nicht ganz alles. Das machen die beiden schon alleine. Sonst mache ich schon einiges. Das stimmt allerdings auch. Soziale Sicherungssysteme sind in Amland nicht selbstverständlich. Jo. Am besten nur die Sachen kaufen, die mit grünen Button versehen sind. Der Rest eher weniger. Ich kaufe einfach alles, solange wir die Sachen nicht haben. Weil die kaufen mehr, wenn mehr Vielfalt da ist. Und darüber die Sachen im grünen Bereich zu kaufen, da würde ich drüber reden, wenn die Sachen, wenn wir alles schon auf Lager haben und wir einen Vorrat ankaufen wollen oder sowas. Aber das wird nicht so oft passieren, glaube ich. Ich muss nochmal hier ein bisschen Müll aufräumen. Huch, bei meinem ersten Playthrough haben die noch gar keinen Müll auf den Boden geworfen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, weil ich habe das bei anderen damals schon gesehen, in Videos. Aber ja, jetzt werfen sie bei mir auch Müll auf den Boden. So, und gleich ist schon der Lieferwagen da. Und es kann sein, dass wir wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie mit kleinen Regalen gespielt. Ich weiß nicht, wie viel da drauf passt. Das kann sein, dass wir schon gleich die nächsten Regale kaufen müssen, weil es sonst ein bisschen eng wird. So. Ich soll auch mal wieder nochmal die Müllabfuhr bestellen. Ist der LKW schon da? Hier steht... Oh, ich habe offen gelassen. Aber gut, ist egal. Ist egal, da war noch gar nichts im Lager. Aber guck mal, da fängt es schon an. Da ist es mir schon passiert. Aber das war noch nichts im Lager. Ich habe übrigens noch nie mitbekommen, dass mir was gestohlen wurde. Das liegt aber daran, dass ich meine Inventur nicht genau kenne. That'll do. Ja, und dann fahren wir wieder los. Kann auch hier zumachen. Wobei, ich kann auch offen lassen, dann fährt er mit offener Klappe los. Aber ja, ist mir noch nie aufgefallen, dass mir was gestohlen wurde. Aber es liegt halt auch daran, dass ich nie die Zahlen vor und nachher vergleiche, wenn ich mal vergessen habe, das Tor zu schließen. So, jetzt habe ich es aber zugemacht. So, das heißt, wir haben jetzt was bekommen und dann können wir gleich die Regale auffüllen. Guten Tag. Ich werde jetzt mal vom Schlösserknacken absehen, denn ich habe jetzt auch anderen Kram zu tun. Moment. Und zwar Produkte. Ach nee, muss ich gar nicht so machen. Ist ja Quatsch. So macht man das ja. Ich mach mal kleine Pakete. Erstmal 5 von allem. Und dann gucke ich mal, wie viel da reinpasst. Jetzt ist voll, glaube ich, ne? Ja, jetzt ist voll. Jetzt ist die Frage, wie viel Snacks kann ich bestellen? Wie viel Platz ist noch im Lager? Jetzt mit dem kleinen Regal. Dann müssen wir uns das nämlich eventuell anders überlegen, wie wir das gestalten. Snacks. Ich nehme an, ich werde nicht alle kaufen können. Ne, das nimmt so viel Platz weg im Regal. Ich sollte vielleicht schon mal ein... gut, ich bestelle schon mal das erste, lasse ich weg, weil der Preis nicht so gut war. Ja gut, dann kaufen wir die letzten 3 Sachen schon mal ein. Gibt zumindest immerhin keine Versandkosten. Hallo. Mal schauen, wie wir das dann hinkriegen. Wie ich das dann genau mache. Ich sollte vielleicht schon mal ein zweites Regal hinstellen. Ich fände das halt cool, wenn man für jeden Artikel ein eigenes Regal hätte. Aber das wäre schon sehr viele Regale, die man braucht. Ich wollte das ursprünglich mit großen Regalen versuchen, aber wenn man große Regale nimmt, kriegt man nicht für jeden Artikel ein eigenes Regal da rein. Das geht nicht. Das habe ich festgestellt. Oh, Kunde an Kraftstoff. Hallo. So. Dann räume ich gerade nochmal auf. Ich wollte, wie gesagt, nochmal die Müllabfuhr holen. Das kann ich gerade mal machen. Lieferung. Müllabfuhr, Bestellung. So. Das jetzt nicht, aber eure was? Hackordnung in Sachen Arbeit sieht nach außen so aus. Erst Malte und Mo, dann Tobi, dann sehr lange nichts, dann die restlichen Mods. Okay. So, und der nächste Kunde. Hallo.
Okay. Dann. Genau, ich hätte einen Hüllumlauf vorbestellt. Genau, das kommt als nächstes noch. Gut, dann müsste ich jetzt hier nochmal ein bisschen aufräumen. Ach so, ich habe schon wieder einen Anruf gekriegt. Habe ich ganz vernachlässigt. Gut, es gibt noch Stylecurry mit dem Tippspiel, aber das ist vom eigentlich mal über Kanal, YouTube und Twitch nochmal eine separate Thematik. So, Anruf an. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish. But my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free. And nobody will bat an eye. Keep those customers happy. You hear? Ah. Ich habe so gut zugehört, dass ich erstmal Tee getrunken habe. Popularität. Sammle positive Rückmeldungen von Kunden. Sammle. Um die Popularität der Tankstelle zu erhöhen. Eine hohe Popularität erhöht den Verkehr rund um die Tankstelle, was wiederum die Zahl der Kunden erhöht. Ich wollte erst lesen, erhöht den Verkehr rund um die Toilette. Aber das stimmt ja auch. Positives Feedback kannst du erhalten, wenn die Tankstelle sauer ist. Okay, und effizient betrieben. Gut, dann machen wir mal die Tankstelle sauer. Da freue ich mich drauf. Ich dachte, wir sollten eigentlich das Gegenteil machen, aber okay. Dann machen wir sie eben sauer. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Oh, ich muss schon wieder Kraftstoff nachbestellen. Stress. Moment. Kraftstoff. Oh, jetzt ist er günstig. Aber man kann leider keinen Vorrat ansammeln, weil der Kraftstofftank ist so leer. Also leer. So klein, meine Güte. Leer. Achso, Lieferung ist auch noch da. Und eine neue E-Mail haben wir natürlich auch gekriegt. Kaufe einen WC am Computer. Genau. So viel zum Thema Toilette. Ja, ich hab's gehört. Und gesehen und was nicht alles. Kommen Sie rein. Kann man die Hintergrundaktion nicht einfach einfrieren, während man Telefonate und Mails bearbeitet? Ja, das wünsche ich mir so heimlich, dass dann Zeit anhalten würde, weil es ist dann so stressig, wenn es danach weitergeht. That'll do. Mal wieder zu. Ich muss sowieso warten, bis der LKW wieder rausgefahren ist. Ich muss ja hier auch wieder zumachen. Ich meine, ich kann auch jetzt zumachen. Geht auch. Aber das findet der LKW-Fahrer nicht so dufte. Und dann kann ich auch nichts nachbestellen, weil der noch da ist. Also ich muss den leider fahren lassen. Ich muss leider einen fahren lassen, bevor es weitergeht. Sorry dafür. So, jetzt lasse ich gleich noch einen fahren. Nachdem der Tank voll ist. So. Ja, und dich lasse ich auch gleich fahren. Beziehungsweise Elon lässt dich gleich fahren. Wie ich den Typen zu nennen pflege. Weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. So. Gern geschehen. Finde ich interessant, dass er jetzt unter die Kraftstoffverkäufer geht. Alter. Ruhig. Ruhig, Blauer. Und schon wieder tanken. Das Spiel ist purer Stress, sage ich. Das Spiel ist purer Stress. Da liegt schon wieder Müll rum. Nein, ich wollte den... Ich wollte nicht den, gleich den Müll umtüten. Huch, hier backt noch ein bisschen Müll rum, sehe ich gerade. Auch schön. Ach, noch eine neue E-Mail haben wir auch noch. Dann lesen wir die auch mal. Anerkennung und Popularität. Hier wird noch mal erklärt, oder was? Wie du sicher bemerkt hast, wird alles, was du machst, von jemandem beurteilt. Normalerweise bin ich das. Aber mein finanzielles Engagement in die Tankstelle ist natürlich auf einer anderen Ebene angesiedelt. Die Kunden wieder
Jeder einzelne von ihnen beurteilt deinen Service und kannst an deren Gesichtsausdruck sehen, was sie darüber denken. Schöne Grammatik übrigens, das ist wichtig. Positives Feedback erhält man, wenn man einen zufriedenstellenden Kundendienst leistet. Erreiche eine ausreichende Menge an Lob und positivem Feedback, wie auf der Tankstelle Stellenkarte beschrieben, um aufzusteigen. Jede positive Bewertung ist ein Schritt nach oben und jede negative Bewertung ist ein unglücklicher Schritt nach unten. Wenn du genügend positive Bewertungen sammelst, steigt die Popularität deiner Tankstelle. Was bedeutet das? Mehr Kunden, mehr Pep, was Dekoration angeht, mehr Einnahmen durch all die Kunden, die vorbeikommen. Wenn du es vermasseln solltest und die Bewertung sinkt, dann musst du mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. Wie ich sehe, hast du kürzlich ein paar Toiletten gekauft. Nein, habe ich noch nicht, aber okay. So ekelhaft die Sache auch sein mag, es ist eine gute Entscheidung. Denn nur wenige Dinge bringen so viel Erleichterung auf dem Gelände wie eine Toilette für ihre müden Kunden. Aber um Gottes Willen, halte sie sauber. Sonst werde ich wohl aufhören müssen, dir zu schreiben. Wir haben noch keine Toilette gekauft, aber das machen wir gleich. Erstmal nochmal einen Tank füllen. So. Außerdem führt es zu dem möglichen Umstand, was sie mussten noch etwas Organisatorisches angehen, bevor sie mich, simplen Kunden, bedienen. How dare you? Genau, ja. Das ist halt der Stress, wenn man, wenn das hier eine One-Man-Show ist, die ganze Tanke mit mehreren Aufgaben. Ja, wir sollten noch eine Toilette kaufen. Weil wir noch nicht genug zu tun haben, jetzt noch eine Toilette reinigen. Da parkt schon der Nächste. Hier, eine Toilette für 50 Dollar. Eine einfache Toilettenkabine. Halte sie sauber, sonst wirst du mehr verlieren, als du jemals zu gewinnen gehofft hast. Ich sag mal so, glücklicherweise ist es nicht so schwierig, Toiletten sauber zu halten. Gut, das haben wir jetzt gekauft. Da ist die Toilette. Gut, sieht natürlich noch nicht so schön aus. Was ist das, bitteschön? Ja, wir müssen noch sauber machen. Hat da jemand auf den Boden oder hat da jemand irgendwie ein Organ verloren? Ich weiß es selbst nicht genau. Ich weiß es einfach selbst nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich will, dass das wegkommt. So. So, und diesen Wischeimer, der kommt auch weg. Wir wischen schon selber. Mit unserem Besen. Das ist alles, was wir brauchen. Ja, ich weiß, wie ein Besen funktioniert. Das ist alles, was wir brauchen. Erhöhe den Popularitätslevel der Tankstelle um 1. Ja. Okay, das Toilette ist sauber, glaube ich. Ach ne, hier, Moment. Das noch. Das zählt auch noch als Dreck. Gut. Und die Wände zählen natürlich nicht als Dreck. Die sind makellos sauber. Nur, wir könnten halt mal streichen bei Gelegenheit, aber die Zeit muss man erstmal haben hier. Bei dem Stress. Ich hätte nicht gedacht, dass der Stress gleich so schnell so hoch geht, obwohl ich das Spiel eigentlich kenne. Das hat mich jetzt doch nochmal überrascht. Ich wollte hier noch ein bisschen aufräumen, hier drin. Warum auch immer ein zweiter Rechner steht, aber den werde ich wegschmeißen. Den brauchen wir nicht. Ach so, ich wollte ja... Moment. Ich habe ja neue Snacks bestellt. Moment. Moment, ich soll ich die all placen? Ich place die mal all. Hat natürlich nicht gereicht. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Was fehlt? Fehlt irgendwas? Nö. Aber ich werde... Fräulein! Alter! Hat die gerade... Die hat gerade einen Tierschädel hier reingepfeffert. Ernsthaft? Warum? Warum macht man sowas? Alter. Mir fehlen die Worte. Na ja, gut, aber wenigstens gibt es ein bisschen Geld. Dankeschön, Dankeschön. So.
Ja, mach, was du findest.